Wenn irgendwo einer eine Grube gräbt, ist meist auch Angelika nicht weit entfernt. Ich bin die Schwester Angelika, bin Vermessungstechnikerin in der Salzburg-Netz in der Geschäftsstelle Bruck. Mein Versorgungsgebiet ist eigentlich der ganze Pinzgau. Es ist heißt von Unkum bis Grimmel und bis das Kitzsteinhorn auf. Über den Daumen gepeilt wird bei Angelika nicht. Mit Hightech-Geräten stellt sie sicher, dass alles ganz genau abläuft und auch alles richtig in den Plänen eingezeichnet wird. Wir werden gerufen von den Bauaufsichten meistens, weil die sind für die Baustellen zuständig. Und vermessen dann alle Sparten, also Strom, Gas, Telekom, Fernwärme, Wasser haben wir einen kleinen Teil herin. Und für das sind wir zuständig, dass die Lage richtig erfasst wird. Wir bestimmen die Punkte mit einem GPS-Gerät, dass wir ihn so orientieren können. Dann stellen wir ihn auf den bestimmten Punkt hin und dann können wir einmessen. Das ist eine Einmannstation, also ich bin immer allein auf dem Weg. Bei ihrer Arbeit ist sie exakt, Zentimeter genau. Und das muss sie auch sein. Ja, eine hohe Verantwortung. Das muss richtig alles passen. Wenn wir jetzt vermessen, dann hat die Betriebsführung auch ein Problem. Mit der Verantwortung kann Angelika gut umgehen, auch mit den vielen technischen Veränderungen in ihrem Beruf. Vor 40 Jahren hat sie als Vermessungstechnikerin angefangen. 4 Jahrzehnte, in denen sich viel getan hat. Unglaublich viel, unglaublich viel. Vor 28 Jahren haben wir angefangen mit dem geografischen Informationssystem und mit der digitalen Vermessung. Also das war total ein großer Schritt. Früher haben wir mit dem Maßbandl gemessen und mit der Dusche gezeichnet und die Pläne kopiert. Und jetzt haben wir das alles am PC und wie gesagt, das ist der Grundstock eigentlich für unsere ganze Betriebsführung und Instandhaltung. Einen besseren Job kann sie sich nicht vorstellen. Das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich nicht nur am PC arbeite, sondern dass ich viel in der Natur bin. Ich bin stolz, Netzwerkerin zu sein, weil ich bei vielen tollen Projekten mitarbeiten darf, die auch wirklich für die Versorgungssicherheit wichtig sind.